Sie hätten gerne hier das Finale gespielt. Vor eigenem Publikum, dafür haben sie auf dem Nebenplatz da hinten mit Christoph Daum trainiert. Schönes Tor, was ein wunderschönes Tor von Alexander Zickler, der Josip Simunic regelrecht, anders kann man das nicht sagen, nass macht. Was von Andersson und dann hier das Duell Zickler-Simunic. Und da sieht der Hertha-Verteidiger erstens kein Land und zweitens nicht gut aus. Und Gábor Kiraj war gegen diesen Schuss von Zickler völlig machtlos. 50. Minute, 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Janka, 2:0. Entscheidende Richtungsänderung, glaube ich, werden wir gleich sehen. Und Kiraj lacht und weiß warum. Da war, glaube ich, der Fuß von Stefan Beinlich noch dazwischen. Abgefälscht. Hier sieht man es vielleicht besser. Schön angenommen, der Ball von Janka. Und jetzt, ja, entscheidende Richtungsänderung. Durch Beinlich. Zwei 0 für Bayern innerhalb von 3 Minuten. Eine deutliche Führung jetzt. Da kommt er. Tarnat. Kiraj lässt abprallen. Eigentor. Eigentor von Eyjolfur, genannt Jolly, Kurzversion Sverrisson, 3:0 für Bayern. 57. Minute. Der erste Fehler von Gábor Kiraj. Seit langer, langer Zeit, der lässt den Ball nach vorne abprallen. Hier kommt die Situation. Und wenn Sverrisson nicht da gewesen wäre, dann wäre es eben Sforza gewesen, der hinter ihm stand, der den Ball dann nur noch hätte einschieben müssen. So geht er wenigstens in die Statistik ein. 3:0 Eigentor des isländischen Nationalspielers. Zuletzt war er nicht dabei, sondern in Länderspielmissionen für sein Land unterwegs. Ja, die Berliner noch Glück, dass Beinlich diese verunglückte Flanke erlaufen kann. Michalke. Und das 1:3. Beherzt. Dieser Treffer des früheren Bochumers. 61. Minute. Nur noch 1:3. Die zweite Halbzeit entschädigt hier für einiges. Hat er seine alten Stürmergene wiederentdeckt? Kai Michalke, der hier sehr schön Ciriakos Forza ausgespielt hat und mit rechts das 1:3 erzielt. Schöne Phase des Spiels zwischen der 50. und 61. Minute, innerhalb von 11 Minuten 4 Tore. Unterwegs Richtung Kiraj. Zickler verfolgt von Marquez. Zickler! Das ist seine wahre Stärke. Aber heute hat er auch anderes gezeigt. Strafraumspieler bei seinem Tor zum 1:0. Konterspieler beim 4:1. Für den FC Bayern. Das zweite Tor von Zickler in diesem Ligapokal-Finale. Von Janka mit dem Kopf vorbereitet und da hat er schon ein paar Meter Vorsprung vor Rui Marquez.
Und Zickler ist schnell. Und in dieser Situation auch kaltschnäuzig genug, das Tor zu machen. Die Sturmplätze neben Elber, wenn er wiederkommt in 6 Wochen, sind heiß begehrt. Alle wollen ihm imponieren. Und in der Tat, Ottmar Hitzfeld wird die Qual der Wahl haben. Und da haben wir das dritte Tor von Zickler. Mann des Abends in Leverkusen. 85. Minute, 5:1 für Bayern München. Ein allmählich deprimierendes Ergebnis für die Berliner Hertha. Ja, gleiche Höhe. Kiray draußen. Pass kam von Mehmet Scholl. Fünf zu eins, dreimal Zickler. Wann gab's das schon mal? Der Kampf um die Stürmerpositionen neben Elber bei Bayern ist eröffnet.